Der Dschungel-Countdown hat begonnen und Gina-Lisa Lohfink hat Angst. Zickenzoff, Insekten essen und dann auch noch Pritsche an Pritsche mit dem Ex. Hypnose soll da helfen. Ach ja, endlich geht der Wahnsinn wieder los und damit herzlich willkommen bei Exklusiv Weekend. Die schlimmste Dschungelprüfung steht für Gina-Lisa Lohfink längst fest. Ihr Ex-Freund Mark Terenzi macht auch mit bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Dass die beiden mal ein Paar waren, wussten viele gar nicht. Und sie selbst scheint es auch verdrängen zu wollen. Oder warum sonst eine Hypnose so kurz vorm Abflug? Gina-Lisas Dschungel-Countdown und die Frage, trifft sie ihren Ex schon am Flughafen? Sarah Sacek, Romy Schiemann und Sebastian Klimke. Profi soll ihr alle Ängste einfach weghypnotisieren. Ja, da gibt's gut was zu tun. Und mit Wasser und mit den Tieren. Klar, eine Phobie ist vor Höhenangst ein bisschen. Wenn man in so einem Sarg liegt und dann die ganzen Tiere auf einen draufkommen, dann im Dunkeln, und das halt auch zu essen. Eine etwas rabiat aussehende Trance soll helfen. Du bleibst jetzt noch ein wenig in dieser Position und stellst dir jetzt einen Rucksack vor. Du denkst jetzt, ich tue alles, was aus früheren Leben weggehört, in diesen Rucksack hinein. Und dann tust du all das hinein, was du weißt, was noch weggehört. Du spürst ein befreiendes, ein erlösendes Gefühl. Alles, was weggehört, ist entsorgt, ein für alle Mal. Du kannst die Augen aufmachen. Ja, super. Interessant. Aber hat's denn auch was gebracht? Wenn Sie jetzt denken, Sie müssen jetzt in ein dunkles Loch oder 300 Meter hoch gefühlt, jetzt sofort, ist da was anders? Also, muss ich sagen, jetzt wird, keine Ahnung, wird mir jetzt nichts ausmachen. Den Beweis oder eben nicht, sehen wir dann ab Freitag um 21.15 Uhr bei Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Dann ziehen die 12 Camper in den Dschungel. 3 Wochen werden sie in Australien sein.